Betriebs- und Personalrätegespräch vor der Bundestagswahl. Unter dem Motto Gerechtigkeit für alle, jetzt, trafen sich im Informationszentrum der Salzgitter Flachstall GmbH am 13. September Betriebs- und Personalräte aus Unternehmen in ganz Salzgitter. Die Informationsveranstaltung hatte die Bundestagswahl im Blick und sollte den Anforderungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes an die Arbeits- und Sozialpolitik Nachdruck verleihen sowie die Wahlentscheidung erleichtern. Auf dem Podium nahmen Vertreter aus dem Wahlkreis 49 Platz, die den bereits jetzt im Bundestag vertretenen Parteien angehören. So begrüßten die Organisatoren Marion Koslowski-Kusu und Michael Kleber, Sigmar Gabriel SPD, Uwe Lagoski CDU, Viktor Perli Die Linke und Galia El-Bustami Bündnis 90 Die Grünen. Für die Veranstaltung hatten die Gewerkschafter die Schwerpunkte prekäre Beschäftigung, Parität in der Sozialversicherung, gute Rente, Umverteilung des Reichtums und Atommüllendlager Schacht Konrad ausgewählt. Jedes Thema wurde durch ein Statement eines IG Metall-Funktionärs eingeleitet. So wurden Fragen an die Politiker formuliert, die in jeweils maximal 3 Minuten Redezeit beantwortet werden mussten. Danach erfolgte eine Abstimmung, die das Meinungsbild der Vertrauensleute, Betriebs- und Personalräte widerspiegelte. Unter anderem nahmen die Kandidaten auch zum Thema Atommüllendlager Schacht Konrad Stellung. Hier stimmte der IG Metall-Vertrauensmann Kai Richter auf das Thema ein und kritisierte die veraltete Konzeption und die Nähe zu Tausenden von Arbeitsplätzen. Galia El-Bustami und auch Viktor Perli lehnen das Atommüllendlager ebenfalls ab. Sigmar Gabriel sieht nur wenige Chancen, dieses Lager noch zu verhindern. Dafür müsse in Zukunft auf das Ein-Endlager-Konzept für hochradioaktive und schwach- bis mittelradioaktive Abfälle gesetzt werden. Uwe Lagoski forderte eine Überprüfung nach dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik, um bei Mängeln das Atommüllendlager umgehend zu stoppen. Am Ende der 2-stündigen Diskussion stand Michael Klebers leidenschaftlicher Aufruf, zur Wahl zu gehen und die demokratischen Parteien zu wählen. Ein Aufruf, der sicherlich auch für die Landtagswahl am 15. Oktober seine Gültigkeit behält.